Hey Freunde und willkommen zum Gloria Special Video. Ja, mache ich erstmal den Stecker hier raus. Ja Freunde, was soll dieses Video jetzt? Diejenigen von euch, die mich jetzt schon seit einigen Jahren verfolgen, Hilfe, mein Abonnenten, ja. schon seit einigen Jahren meine Videos schauen, die werden es wohl wissen. Ich habe mir 2012 diese wunderschöne Gitarre gekauft, die Gibson Les Paul Custom Silverburst. Diesen Monat ist es soweit, ja. Der 18. oder der 19. meine ich, September 2012 war es gewesen, wo ich mein Video auch gedreht habe, wo ich hingefahren bin zu Music World in Bridon in Nordrhein-Westfalen und habe dort mein Schätzchen geholt, ja. Und das ist schon lange her. Ich würde gerne noch einmal so kurz aufgreifen, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Meine damalige Partnerin, war die Geldgeberin, damit ich mir diese Gitarre kaufen konnte, ja. Allerdings nur geliehen, ja. Schorsch mag keine Schulden unbezahlt, ne. Für mich war es damals ein Notfall, ja, weil ich bin nach Frankfurt gefahren zu Session Music und habe mir mal dieses Modell, also jetzt nicht exakt diese Gitarre, aber eine baugleiche, dort mal zum Antesten in den Amp-Raum geholt. Dann nochmal die gleiche mit Ahorn-Griffbrett und dann noch einmal die gleiche, alle Silverbursts, eine Classic. Das sind die mit Palisander gebaut sind, ne? Also die sind identisch, völlig identisch. Nur der Unterschied ist, dass das halt entweder Ebenholz, Palisander oder Ahorn Griffbrett und habe mich da mal so durchgespielt, habe geguckt, so wie ist es überhaupt, die erste Custom Shop Gitarre in meinem Leben, die ich in der Hand habe. Da hat man dann schon so eine gewisse Ehrfurcht, so teure Custom Shop, hoffentlich passiert nichts. Hoffentlich verlässt sie denn fallen, ja? Aber ist natürlich totaler Blödsinn, ja? Also ich habe mich da reingesetzt mit den Gitarren. Habe mich völlig sicher damit gefühlt. Gut, die Seitenlage war anders da, als ich sie gewohnt bin. Und Session Music stelle es auch immer ein bisschen anders da ein. War für meine Bedürfnisse ein bisschen zu hoch. Aber egal, es ging um den Klang, es ging um das Spielgefühl. Und damals saß ich in dem Raum und habe schon gleich gemerkt, bei allen drei Exemplaren, die sind anders. Ja, also die sind anders als die ganzen Gitarren, die ich zu Hause hatte, ja, aus China, aus Indonesien, aus Korea. Und bei diesen asiatischen Gitarren, da merkst du auch, dass die perfekt verarbeitet sind. Also bei einigen zumindest, ja. Dass dann gerade die dann aus Korea kommen, insbesondere die aus Korea kommen, da war das der Fall, dass der Lack so aufgetragen wurde, auch der Klarlack über dem normalen Lack der Farbe, so aufgetragen wurde, dass man das Binding an den Hälsen nicht gespürt hat. Das war wie eine Ebene, ja. Und das ist bei einer Gibson anders, ja. Und das, ob der jetzt mit Binding ist oder ohne Binding ist, wenn da auch nur dass das Griffbrett draufgeleimt ist, man fühlt, das ist anders. Das ist nicht so glatt, so ebenerdig, ja, das, was viele unter den Gitarristen als perfekte, makellose Verarbeitung identifizieren. Ja, für die ist das so, die interpretieren das so, wenn eine Gitarre, wenn ich da hier was fühlen kann, dann ist die nicht perfekt. Das ist bei Gibson halt so und deswegen hat auch Gibson auch oft, was so diese Verarbeitungsmängel betrifft, so einen schlechten Ruf, unter anderem wegen solchen Sachen. Habe ich gleich gemerkt, okay, das ist, man spürte diese Riefen zwischen dem Binding und dem Holz vom Hals, also vom Griff, also vom Hals halt, ne?
Und es war auch für mich erstmal komisch, gedacht, was ist denn das eigentlich? Es ist. Ja, es ist Handarbeit. Ja, es ist nicht aus der Maschine, was irgendwie wie geleckt aussieht oder so, sondern das ist Handarbeit. Ja, da merkt man auch, okay, das ist dann. Die machen das dann ja auch im Werk mit so einem Skalpell, ziehen die dann das, was überlackiert wurde, am Ende, dann ziehen die dann ab. Und dann, das merkt man dann auch, ja. Mich stört das nicht, für mich ist es wunderbar, das Greifgefühl von dieser Gitarre. Die sind dann ja heute alle gleich, die haben ja alle diese 60er-Hälse. Also vergleichbar mit Slim Taper, ja, würde ich sagen. Hat sich wunderbar angefühlt in meiner Hand. Der Sound, ja, und wenn man Epiphone kennt, wenn man diese ganzen anderen Marken kennt, Ibanez und so weiter. Ibanez ist eine Marke für sich. Ja, da habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Von den untersten Preissegment, die Geos, die schon in den Anfänger-Starter-Paketen schon mit drin sind, selbst die sind makellos und perfekt. Ja, also mit Ibanez kann man nichts falsch machen. Egal, was sie kosten, da kann man nichts falsch machen. Ja. Bei Gloria war das so. Ich habe natürlich, wie gesagt, bei Session Music in Frankfurt Vergleichsmodelle angespielt und die erste Custom Shop, die erste richtige hochqualitative Gitarre, die ich in meinem Leben überhaupt jemals in der Hand hatte und auch gespielt habe, aus USA. Geil. Ja, diese Erfahrung hat mich damals so geplättet, dass ich danach nach Hause gefahren bin und erst mal ein Video gemacht habe. Ist auch noch in einer meiner, also in meiner Videoliste irgendwo ganz unten, Custom oder nicht Custom, wo ich von diesem Erlebnis spreche. Da habe ich auch noch zeitgleich noch eine Gibson Les Paul Studio One Cherry Faded. So eine habe ich auch damals hatte. Auch gegengespielt und es ist schon, es ist Gibson. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass alle anderen Marken scheiße sind oder sowas, ja. Gibson ist Gibson. Ja, genauso wie Fender ist Fender, Ibanez ist Ibanez, Squire ist Squire. Also, die haben alle ihr Gutes und auch alle ihr Schlechtes. Ich sage auch nicht, dass Gibson perfekt ist, ja. Also von daher, kein Shitstorm, bitte. Alles gut. Okay, weiter. Ich bin dann hingefahren nach Brilon, habe dann die Gitarre gekauft. Das hat mich 200 Kilometer einfache Strecke gekostet, ja, und da dummerweise zu der Zeit ungefähr nach der Hälfte der Strecke dann die Autobahn gesperrt war, wegen Sanierungsarbeiten durfte ich dann durch sämtliche Käfer im Sauerland fahren, ja, also habe ich dementsprechend auch länger gebraucht, aber egal, mein Ziel war Music World Brilon, ich wollte an die Gitarre kommen. Ich habe sie mir ja vorher, einen Tag zuvor habe ich dort angerufen, habe sie mir reservieren lassen, weil erst die letzte dieses Stücke, also es gab keine Silberburst mehr, beziehungsweise keine mehr mit Ebenholz. Ja, ist dann ja alles umgestiegen dann auf Ridgelight und natürlich musste ich da handeln. Ja, also angerufen, reservieren lassen, die Freundin ein bisschen mal weich gequatscht. Und hab's auch geschafft. Ne? Dann bin ich hin, hab die Gitarre geholt, hab da auch meine Videos gemacht dann. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, wieder zurück. Zu Hause angekommen, natürlich gleich wieder ein Video gemacht. Ja, muss ja sein. Und dann an den Verstärker angeschlossen. Da war es noch der Line 6 Spider. Nicht der allerbeste Amp, den man in Verbindung bringen sollte mit einer, sag ich mal, so wertigen Gitarre, wobei das für zu Hause auch nicht wirklich schlecht ist, aber es klingt anders, ja. Habe ich auch schon in einem Video gesagt, erklärt, so die Unterschiede Röhre und Modeling, Transe und sowas, habe ich auch schon erklärt. Es hat einfach ein anderes Soundempfinden, ja. Jetzt habe ich die Gitarre seit 5 Jahren. Ich habe einiges verändert im Laufe der Jahre. Was sich nicht verändert hat, ist die Begeisterung, die ich für diese Gitarre habe. Seit 5 Jahren spiele ich sie fast jeden Tag. Und jedes Mal, wenn ich sie vom Ständer heraushole oder aus dem Koffer herausnehme, blüht mein Herz auf. Ja. Ich strahle, ich kriege ein Lächeln im Gesicht, weil ich mich freue, dass diese wunderbare Gitarre mir immer noch so viel Freude bereitet. Ja.
Und egal, was ich mit ihr mache, die hat auch schon ihre Macken abbekommen. Ja? Also so makellos, wie am Anfang sind natürlich nicht mehr, wo ich, habe ich auch Video gemacht, ja, ich mache ja immer Videos, wo dann der Lack auch schön glatt war, eben war und keine Kratzer, keine Dellen, nix. Ja? Mittlerweile hat sie ein paar Dellen, ja, besonders hier so an den typischen Stellen hier so an der Ecke, ja. Aber da muss ich sagen, als das passiert ist, war ich jetzt nicht so, oh mein Gott, sie ist kaputt, oh mein Gott, jetzt verliert sie wieder an Wert. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich sogar gefreut, weil ich wusste, je mehr Dellen sie bekommt und je mehr Kratzer sie bekommt, von mir verursacht, ja, desto mehr wird sie mein. Ja, also das ist, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Ihr werdet auch wahrscheinlich Gitarren haben, die ihr auch mal neu hattet und die sind dann auch im Laufe der Zeit ein bisschen gealtert mit Kratzern, mit Dellen, Lackabplatzern und so weiter, ja. Und es tut zwar erstmal weh, aber dann akzeptiert man es und dann weiß man, das ist jetzt meine, das gehört dazu. Das ist mein persönliches Aging, ja. Ist halt abgerockt. Ne? Das ist halt so, wenn man eine Gitarre hat, im Laufe der Zeit verändert die sich auch optisch. Und ist auch bei der hier auch der Fall. Wie gesagt, die Dellen, die Lackabplatzer, die stören mich überhaupt nicht. Ich trage sie mit Stolz. Ja. Was sich aber verändert hat im Laufe der Jahre, das habe ich ja auch immer wieder dokumentiert, ich habe ein paar Mal die Pickups gewechselt. Ja. Ursprünglich war, jetzt muss ich kurz überlegen, weil ich bin mit Zahlen nicht so sicher. Ich meine, es war der 490 R und der 498 T. Oder andersrum, ihr werdet das wahrscheinlich wissen. Das waren die von Werk auf eingebauten passiven Pickups, die drinnen gewesen sind, haben mir nicht gefallen, sind halt auch nichts für Rocker oder Mettler. Und es hat dann nicht lange gedauert. Und dann habe ich einen Seymour Duncan SH6 eingebaut am Steg. Hat man auch leicht gesehen, so von der Färbung hier, das war, also die Pickup-Cover vom Original, von den Gibson-Tonabnehmern, die waren verchromt. Und den Seymour Duncan, den gab es nicht in Chrom, sondern den gab es bloß in Nickel. Ja? Und wenn man genau hingesehen hat, ja, hat man ganz, ganz leichte Farbunterschiede gesehen. Also der Duncan, Seymour Duncan, der war ein bisschen dunkler von der Farbe her. Hat mich aber nicht gestört. Sie hat dadurch mächtig Druck bekommen, ja, hat aber auch ein bisschen an Definition verloren. Ja, so. Und deswegen habe ich dann irgendwann getan, wofür mich einige dafür gehasst haben, wofür ich auch einige Beschwerden gehört habe. Ich habe EMGs eingebaut, ja. Hat wie gesagt vielen von euch wehgetan, vielleicht, ja. Mir hat es nicht wehgetan, weil ich sehe den Wertverlust dieser Gitarre nicht, ja. Weil ein Wert ist für mich nur dann interessant, wenn ich die Möglichkeit sehe, sie irgendwann wieder zu verkaufen, ja. Und da ich das bei dieser Gitarre nicht vorhabe, egal was ich mache, und wenn ich meine Frau an einen Scheich verkaufe für 20 Esel und 60 Kamele, Gloria bleibt bei mir. Definitiv. Und dann ist es auch egal, wie oft ich sie umbaue oder wie oft sie umfällt. Ah, Stichwort umfallen, ja. Okay, kann ich auch noch kurz was dazu sagen. Gloria ist mir auch schon im Laufe der paar Jahre, wo ich sie jetzt schon habe, ein paar Mal hingefallen. Ja, also aus dem Ständer heraus, plump und so. Auch mit der Innenseite von der Kopfplatte her. Was mich erstaunt hat, war, es ist nichts passiert. Ja? Sie hat sich ein bisschen verstimmt, ne? Dadurch, dass halt auch die Tuner sich ein bisschen verstellt haben, aber kurz gestimmt und alles war wieder fein. Ja? Und da habe ich dann gemerkt, so mein Gott, das ist, daran merkt man auch, also ich persönlich, ich habe das gemerkt, den Unterschied zwischen einer, ich sage jetzt mal, Epiphone Les Paul Standard, ne? Ich habe ja damals eine gehabt von Epiphone in Candy Apple Red, die ist, wenn das mit der passiert wäre, weiß ich definitiv, das ist nämlich ein typisches Epiphone-Problem, dass dann immer dann die Hälse gleich oder die Kopfplatte abbricht,
sobald da irgendwas drauffällt oder sowas, ja, wäre mir mit Sicherheit mit dieser Gitarre auch passiert. Gloria hat das nix ausgemacht. Es war der Scheiß egal. Die war ein bisschen verstimmt. Ich habe sie aufgehoben, habe sie wieder gestimmt, habe sie gespielt. Da habe ich gewundert, dass an der Gitarre absolut nichts dran gewesen ist, ja. Und ein paar Mal ist es auch passiert, dass sie auch nach vorne gefallen ist. Da hat sich nichts verzogen und nichts. Die Gitarre ist immer noch technisch einwandfrei, tipptopp in Ordnung. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man sagt, okay, Custom Shop ist halt eben auch teuer, aber das hat auch seine Gründe. Ja, also sie ist nicht unbedingt nur Markenname. Vielleicht ist es spekulativ von mir, fließt in den Preis, in den Endpreis auch hinein die Qualität des Holzes, die Stabilität des Holzes, ja, und damit auch die Zuverlässigkeit, ja. Und also ich bin begeistert. Ja, irgendwann war mir dann die Gitarre immer noch nicht personalisiert genug und ich habe sie noch so ein bisschen verschönert, ne? Das ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe dann hier auf dem Schlagbrett habe ich mein Emblem. Ja, das war ursprünglich mal ein Schlüsselanhänger. Ja, das war in einen Schlüsselanhänger hinein befestigt, das ich zum Geburtstag von meinem besten Kumpel bekommen habe. Das ist irgendwann herausgefallen nach etwa 6-7 Jahren. Und da habe ich mir gedacht, okay, warum klebst du es dir nicht hier auf Schlagbrett drauf? Ja, dann ist Gloria noch ein bisschen mehr personalisiert, mit jeder kapiert, das ist dem Scholz seine Gitarre. Überhaupt keinen Zweifel, wo die Gitarre gespielt wird, sieht man es nicht nur anhand der Pickup-Wahl, sondern auch anhand meines Logos, meines Künstlerlogos, meines Big George Full Logos. Und ich bin damit auch ein paar Mal schon damit im Music Store gewesen, oder einmal im Music Store war ich mit ihr gewesen. Einmal war ich bei Thomann, damals, wo ich mir meinen ersten Röhrenverstärker gekauft habe, den Bogera 333 XL Infinium, ja, der nach ein paar Wochen wieder zurückgegangen ist, weil er mir nicht das gegeben hat, was der mir hier gibt, ne, der stramme Bursche da. Und ja, im Session Music war ich ein paar Mal gewesen, habe mich da auch getroffen mit ein paar Jungs, natürlich nicht auf einmal, ja, aber nach und nach. Und im Laufe der Zeit habe ich natürlich auch dadurch, dass ich mit den Guitars and Friends aktiv gewesen bin, habe ich sie auch immer dabei gehabt, weil wo ich hingehe, ist Gloria auch mit dabei. Also wenn es darum geht, Musik zu machen oder zu anderen Musikern zu fahren, Gloria ist immer dabei. Ja? Und natürlich haben deswegen auch schon mehrere Leute die Gelegenheit gehabt, mal so in den Genuss, so in den Zauber zu kommen von Gloria, weil Gloria ist eine Bitch, ja. Gloria ist keine elegante, glamouröse Dame, sondern sie ist eine kleine Schlampe. Eine kleine, dreckige Bitch, ja. Sage ich ganz offen und ehrlich und ich lebe damit sehr gut. Es macht mir sehr viel Spaß, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich sehe, dass andere Leute mit ihr spielen, ob sie jetzt mit ihr Spaß haben oder nicht, Hauptsache erst einmal, sie nehmen sie in die Hand und spielen mit ihr ein bisschen und schau mal so, wie Leute darauf reagieren. Ja, so ganz neutral. Und das klingt jetzt ein bisschen großkotzig, das weiß ich, es tut mir leid dafür, aber ich sage nur, was ich beobachtet habe. Wer sie jetzt auch immer gehabt hat, Der Mattes hat sie gespielt. Der Pete hat sie gespielt, obwohl er Les Pauls überhaupt nicht mag und Gitarren mit lackiertem Hals schon mal gar nicht. Ja. Wer hat sie noch gespielt gehabt von den Guitars and Friends? Der Phil hat sie noch ein paar Mal in der Hand gehabt. Dann natürlich auch die anderen, mit denen ich mich getroffen habe, einige meiner Abonnenten, darunter auch The Firegun, Firegun 84 oder 86, vergib mir, dass ich die Zahl nicht mehr weiß so genau, also The Firegun, mit dem war ich ja auch im Music Store gewesen, habe ich mit ihm getroffen, da hat er ein bisschen noch hier spielen können. Dann mit dem Simon war ich im Music Store gewesen, habe ihn da auch zocken lassen mit der Gitarre
Und egal wer die Gitarre in der Hand hatte, auch der Andy. Der Andy ist auch ein Freund von mir und von Mr. Starlight. Der Starlight natürlich hat die Gitarre auch schon ein paar Mal gespielt. Und egal wer sie gespielt hat, ich habe nie gehört, und ich habe ehrliche Freunde, die würden mir das sagen, die Gitarre ist scheiße, die gefällt mir nicht, bla bla bla. Ja. Also zumindest bei so Skeptikern wie dem Starlight, dem ja die 80er Japan-Gitarren hoch und heilig sind, wo er auch recht hat. Ja. Ich habe sie alle gespielt und ich bin auch davon begeistert. Es sind wirklich ganz, ganz tolle Gitarren. Ja. Ich glaube auch, dass wenn ich damals, bevor ich Gloria gekauft habe, diese Erfahrung mit diesen japanischen alten Gitarren gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch zu so einer zurückgegriffen oder zugegriffen und mir keine 2500, 2700 Euro teure Gitarre gekauft, ja. Aber ich habe sie jetzt und bin auch ganz glücklich mit ihr. Und keiner von denen, die sie gespielt hat, fand sie blöd. Eher im Gegenteil, ja. Ich habe bisher immer gehört, so, oh, die ist total toll. Ja, und Wahnsinn, krass und keine Ahnung was, ja. Also, da wurde auch gerne mitgespielt, ja. Und ich sitze da dabei und ich gucke mir das an und freue mich so. Ja, weil ich dann weiß, sie macht nicht nur mich glücklich, sondern auch andere. Und es geht mir auch dabei, auch darum, weil eine Custom-Shop-Gitarre können sich die wenigsten leisten, ja. Und eine, die wirklich gut eingestellt ist, und Gloria ist gut eingestellt, eine super flache Seitenlage, kannst du im Geschäft auch nicht wirklich anspielen. Session Music ist meine ich, einer der wenigsten Gitarrenladen, wo du ohne weiteres, auch als Anfänger, in einen Custom-Shop-Raum gehen kannst und dir von dem Verkäufer natürlich die Gitarre von der Wand holen kannst. Und dann ist es auch eine gute Gelegenheit, auch den anderen, Leuten, die noch keine Gibson haben oder generell noch keine Erfahrung hatten. Ja? Man kann ja meckern. Ich weiß, es gibt viele, die dann sagen, Epiphone reicht mir oder sowas. Ist für mich alles akzeptabel. Ich spiele ja auch nicht schon immer diese teuren Dinger. Ja? Ich habe ja nur diese eine, die ganz teuer ist. Es geht mir dann eher darum, den anderen die Möglichkeit zu geben, mal auszutesten, wie das ist. Einfach mal ganz neutral. Ja? Nehmen Sie mal in die Hand, fühlen Sie mal. Ja? Die meisten spüren dann meistens schon durch das Anfassen, ne? durch das in die Hand nehmen des Halses, fühlen die dann den Unterschied. Ah, so fühlt sich das an. Eine teure Custom-Shop-Gitarre. Ah, man fühlt schon einen Unterschied. Und dann spielt man und man spürt auch einen Unterschied beim Spielen. Und es ist irgendwie alles besser. Und dann kommt noch der Sound dazu. Ja? Und spätestens dann sind dann viele Leute überrascht, positiv überrascht und überzeugt. Ja? Manche von den Leuten, die ringen dann noch so mit ihrem Gewissen, scheiß Gibson, Custom Shop, teurer Fuck und keine Ahnung was. Ja? Die tun sich dann schwer zu akzeptieren, dass ihnen das gefällt. Ja? Es muss ja keiner ein riesengroßer Gibson-Fan sein. Wenn ich ein riesengroßer Gibson-Fan wäre, hätte ich hier nur noch Gibson rumhängen. Ja? Also, nicht falsch verstehen. Ich bin kein Gibson-Fanatiker. Ich habe Gloria und ich habe die Studio und es ist, erst einmal bin ich glücklich mit, aber ich habe auch noch andere Gitarren. Ne? Die ELTD habe ich noch da, meine Yamaha E-Gitarre habe ich noch da. Die spiele ich auch sehr gerne. Also, kein Shitstorm. Alles gut. Ich weiß, bei euch muss man manchmal so ein bisschen aufpassen. Da sind so ein paar Leute dabei, die gerne mal Scheiß Gibson, Fanatiker, Epiphone ist genauso gut und bla bla bla. Ist okay, ja. Sage ich auch, ist in Ordnung. Wenn ihr die Gelegenheit habt, nehmt Gloria in die Hand, spielt ein paar Akkorde drauf, spielt ein paar Noten drauf. Einfach nur mal so, ganz neutral. Schaut, wie sie auf euch wirkt. Und dann entscheiden, geil oder nicht geil. Ja? Man kann immer nur etwas beurteilen, wenn man die Erfahrung mit einer Sache gemacht hat. Das ist immer so. Ja? Und ja, die EMGs hatten mir sehr gut gefallen.
Immer. Weil sie haben, ist zwar untypisch für EMGs, aber im Clean-Bereich hatten sie eine schöne Geschmeidigkeit rausgebracht, ja. Auch wenn sie leistungsstark gewesen sind, der Clean-Sound war nie überreizt. Also man kennt es ja oft von sehr leistungsstarken Pickups, dass wenn man sie dann spielt, gerade im Clean-Bereich, dass man es echt schwierig hat, den Amp so clean runter zu regeln, dass das Ausgangssignal wirklich clean ist und bleibt. Ja? Und es war bei den EMGs wunderbar. Im High-Gain-Bereich, gut, da haben halt die Bässe ein bisschen so gefehlt, ja, dafür sind EMGs bekannt, aber die EMGs haben die Gitarre schnittig gemacht, ja. Note Definition, ja, ein Wort, das mir der Mattes mal gesagt hat, Note Definition, ja, gefällt mir sehr gut, das Wort Note Definition. Und es ist wirklich so, also wenn man schnelle Riffs spielen will im High-Gain, schnelle Riffs, schnelle Noten spielen will, dann sind EMGs eigentlich sehr gut. Die Allrounder für diese Stilistik sind sie aber nicht. Ja. Und dann habe ich von den Guitars and Friends, das haben sie auch gefilmt, ja, an meinem Geburtstag habe ich dann von denen einen Satz Seymour Duncans Blackout AHB1 bekommen. In schwarz, ja. Da habe ich dann ein Video gemacht von ein Vergleichsvideo bei Guitars and Friends. Einmal Clean, einmal Crunch, einmal Metal mit den EMGs. Und dann habe ich die Gitarre umgebaut, habe dann da die Seymour Duncans reingemacht. Und dann auch nochmal gespielt, wie das klingt im Vergleich. Und Unterschiede sind deutlich hörbar. Ja. Im Clean-Bereich habe ich ein bisschen Schwierigkeiten jetzt, sie so weit runter zu regeln, dass das Signal wirklich clean bleibt. Ja, wenn ich es runterregel beim JVM, dann irgendwann ist es zwar clean, aber auch so leise, dass ich kaum mehr was hören kann. Ja, also das ist schwierig, ja. Aber dafür im High-Gain-Bereich würde ich sagen, die Seymour Duncans, die ich jetzt hier eingebaut habe, das sind genau die gleichen, die ich auch bei den Guitars and Friends eingebaut hatte, nämlich das AHB1-Set. Aber nicht in schwarz, sondern ich habe sie mir bestellt bei Thurmann als Sonderbestellung mit vernickelten Kappen. Ja, ich wollte das unbedingt so haben, damit das Gesamtkonzept, das ganze Designkonzept bei Gloria wieder stimmt. Aber ansonsten waren es identische Pickups. Also. Und die Duncans, muss ich sagen, die gleichen so ein bisschen das aus, was die EMGs herausnehmen. Ja, also du hast wieder mehr Bässe drin. Sie klingen auch klarer. Ja. Ist halt alles irgendwie Geschmackssache. Ja. Jetzt im Moment bin ich sehr zufrieden damit. Ja. Wer weiß, vielleicht irgendwann gefallen sie mir nicht mehr. Und dann mache ich entweder andere aktive Pickups rein oder ich mache halt wieder passive Pickups rein und dann baue ich die Gitarre wieder um und mache da passive Elektronik rein. Es ist ja meine Gitarre, ich bin noch jung, ja, ich habe noch viel Zeit vor mir und muss mal gucken, was ich damit machen kann. Ja, so weit, so gut. Ich habe vor kurzem beschlossen, Gloria ein bisschen zu veredeln. Ja, ich Step für Step, also eins nach dem anderen. Ich habe, ist auch im Video zu sehen, in einem anderen Video, Sperzel Locking Tuner gekauft und habe sie aufmontiert, selbst aufmontiert, ja, als völlig unerfahren damit. Sie sind drauf, sie funktionieren wunderbar. Allerdings sind sie jetzt nicht so symmetrisch, wie sie sein könnten. Weil wenn man diese Sperzel-Locking-Tuner kauft, sind dann meistens in der Packung mit integriert so Bohrschablonen, so Bohrvorlagen. Ja? Die habe ich dann versucht zu benutzen und bin damit kläglich gescheitert. Also ich habe mich wirklich, also ich habe mich so haargenau dran gehalten,
Und trotzdem sind die Bohrlöcher schief geworden und damit auch die Mechanik saß dann schief. Und bin ich ehrlich gesagt ein bisschen unzufrieden mit. Fürs Erste bin ich zufrieden, weil die Mechaniken erfüllen ihren Zweck. Habe ich auch im Video gezeigt. Man macht die Seite durch die Öse, schraubt die Dings fest und dann dreht man 4-5 Mal und dann ist die Gitarre, die Seite ist dann schon gut gestimmt, ja, und dann ist wunderbar. Was Besseres hätte ich gar nicht machen können, was so diese Stimmigkeit angeht, ja. Schade, dass ich halt nicht so der handwerklich Begabte bin, ja, aber dafür hat man ja auch Freunde, nicht wahr? Also der Mr. Starlight hat mir das schon angeboten, das nächste Mal, wenn ich zu ihm fahre, weil der wird ja auch, der wird ja nicht aufhören mit seinen ganzen Japan-Gitarren. Da kommt, das ist immer mal so, da gehen welche, da kommen wieder welche dazu und dann fahre ich wieder hin und review die Gitarren wieder, auch für euch, damit ihr sehen könnt, was es außer Gibson und Fender und Ibanez alles gibt. Tolle Sachen. Und er ist handwerklich begabter als ich, ja. Beruflich macht er auch handwerklich was, ja. Hat er mir gesagt so, Josh, wenn es kommst, bringst deine Gitarren bei, ich mach dir das wieder in Ordnung. Wunderbar. Was will ich mehr? Was ich mehr will? ABM, Stoptail und Brücke. Tune-O-Matic. Habe ich mich auch schon informiert. Ich habe jetzt die Nummer nicht im Kopf. Typisch. Aus Glockenmessing. Leider, ich weiß, es gibt, lieber Mathis, ich weiß, du hast mir das mal zwar gesagt, es gibt im Internet eine Homepage, wo man sich die Brücken bzw. die Tune-O-Matics schon vorgefräst bestellen kann. Ich werde versuchen, über diesen Kanal bzw. über diese Homepage das auch zu beziehen. Sollte mir das nicht gelingen, muss ich halt gucken, dass ich woanders da jemanden finde, der mir dann die passenden Rillen in die Tune-O-Matic hineinfräst. Aber bei Recherchen habe ich immer schon gehört, dass man ein gutes Instrument und auch ein weniger gutes Instrument mit solchen Glockenmessing, also Zubehör oder Austauschteilen, Ersatzteilen wesentlich aufbessern kann, was so die Klangqualität betrifft. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also wenn ich das gemacht habe, wenn ich das erledigt habe, also das Stoptail und die Tune-O-Matic auszutauschen durch das Glockenmessing von ABM, wie dann die Soundunterschiede sind, ja, wer weiß, vielleicht klingt die Gitarre mir dann wieder zu schringelig und die aktiven Pickups müssen wieder weg. Mal gucken, ja, also ist alles irgendwie so eine Art, auch so ein bisschen so ein Bastlerobjekt, ein Benutzungsobjekt, ne, also eine Schlampe, ja, es ist zwar neue Brüste, bisschen Gesichtsstraffen und sowas, ja, also ein bisschen kann man immer verbessern und wenn ich durch solche Maßnahmen die Gitarre auch ein bisschen veredeln kann, warum nicht? Warum nicht? Ja, schadet eher nicht. Ja, für die das nochmal sehen wollen, außerhalb des anderen Videos, wo ich das versucht habe zu zeigen, ja, das Licht ist jetzt hier ein bisschen schlecht. Kann man das sehen? Nee, kann man nicht sehen. Also die Mechaniken sind nicht haargenau gerade aufgezogen. Aber ich bin froh, dass ich es überhaupt nicht geschafft habe, die Dinger dran zu kriegen. Ja. Ja. Okay, Freunde. Das war eigentlich jetzt schon alles, was ich zu dem Gloria Special erzählen kann, konnte. Ich wollte noch einen Erfahrungsbericht bringen, ja, kann ich vielleicht noch ganz kurz anschließen. Bevor ich diese Gitarre hier hatte, habe ich ja immer, ich habe sehr viel Gitarren gekauft, auch ganz günstige, ja, Squire und weiß der Teufel was. Und ihr kennt es bestimmt auch, wenn man sich die Gitarre kauft und man ist erstmal glücklich damit, aber trotzdem erwischt man sich immer wieder dabei, wie man bei Thomann, bei Session Music, auf Ebay, keine Ahnung was, ja, immer wieder schaut nach weiteren Gitarren, ja. Das habe ich auch gemacht, bis ich dann gemerkt habe, ich tue das, weil
Nicht, weil ich einfach nur diese riesengroße Liebe zu Gitarren habe, sondern weil ich mich innerlich nicht erfüllt fühle. Es ist noch nicht das Richtige dabei gewesen, ja? Kann man so sagen. Und dann habe ich halt Gloria gekauft, habe mich an sie gewöhnt. Und dann habe ich beschlossen, von den anderen Gitarren eine nach der anderen zu verkaufen. Ich hatte, glaube ich, 16, 17 Gitarren gehabt damals. Ich habe die meisten davon verkauft. Und dass ich, was gitarrenmäßig, E-Gitarrenmäßig angeht, angekommen bin, ja, habe ich gemerkt darin, dass es mir überhaupt nicht leid getan hat. Es hat überhaupt nicht wehgetan, die anderen Gitarren herzugeben. Ja. Warum? Weil Gloria mich einfach glücklich macht. Ja. Und das ist eine Erfahrung, die wünsche ich wirklich jedem von euch, dass er ein Instrument findet, an das er sich gebunden fühlt. Ja. Klar, es ist nur eine Gitarre, es ist nur ein Gebrauchsgegenstand. Ja. Aber man kann sich auch zu einem Gebrauchsgegenstand hingezogen fühlen, beziehungsweise eine Verbindung fühlen, wenn man merkt, mit der Gitarre kann ich besonders gut. Ja, ja, sowas hat auch mal der Mattes kurz erzählt in einem der Videos, die wir da gemacht haben bei Guitars and Friends, Gitarrenequipment für günstiges Geld. Ja, hat auch erzählt, sein Bassist hat auch eine sündhaft teure Fender Custom Shop Bass, ja, ein Prezi Bass oder sowas. Ja, dann hat er sich von Jack and Danny eingekauft für 150, 200 Euro oder was, ja, hat ihn gut eingestellt und ist von dem Instrument so sehr begeistert, dass er den Fender Bass kaum noch spielt, ja. Und das ist das, was ich meine, diese Magie, so dieser Zauber, den man dann merkt, so, das ist mein Instrument, mit dem spiele ich am liebsten, weil es hat irgendwas, es ist scheißegal, ob das jetzt ein Custom Shop Instrument ist oder eine billige Wix-Klampfe aus Asien, ist scheißegal, ja. Wenn man so dieses Gefühl hat, das ist mein Baby, die erfüllt mich, ja. Und das Spielgefühl hier, das ist einfach Wahnsinn, kann ich gar nicht sagen, kann ich gar nicht oft genug sagen. Das Spielgefühl ist unheimlich gut, der Sound. Und egal, welche Gitarre ich in der Hand hatte, keine war so gut oder so schlecht, kann man sehen, wenn man will, wie Gloria. Ja. Natürlich, jede Gitarre spielt sich anders. Habe ich auch gesehen beim Starlight. Ja. Und der hat wirklich geile Gitarren. Da ja, muss ich kurz. Also, das ist da die Michael Schenker-Style Edwards Flying V, die hat mich schon ganz schön angefixt, muss ich schon sagen. Ja. Und die Epiphone Les Paul aus der Elite-Serie, die hat mich auch richtig angefixt. Ja, also es gibt schon richtig geilen Scheiß, muss ich schon sagen, ja, auch für bezahlbares Geld. Aber Gloria ist da und keine ist wie sie. Also ich sehe das so, keine ist wie sie. Ja, okay, ich glaube, ich habe euch jetzt genug vollgesüßt mit meiner Schwärmerei für diese wunderbare Gitarre. 5 Jahre habe ich sie jetzt. Es gab keinen einzigen Tag, wo ich unglücklich war mit ihr. Auch an Tagen, wo ich unglücklich war wegen anderen Dingen, hat sie mich immer beruhigt, hat mir immer Trost gespendet. Wenn ich ihn gebraucht habe, habe ich sie in die Hand genommen, den Verstärker angeschlossen, habe auf ihr geklimpert und war glücklich. Und das ist das, was das Musikmachen ausmacht. Ja, das ist, kann ich gar nicht beschreiben. Ja, weil ihr merkt schon, ist genug für heute. Okay, Freunde. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video zumindest einigermaßen gefallen. Habt ihr Fragen? Dann fragt mich. Oh, noch was ganz kurz. Wer aus der Nähe kommt, in Hessen, Frankfurt oder meinetwegen auch da Mainz, Wiesbaden, irgendwo da in die Ecke und sie mal spielen möchte, ist herzlich eingeladen. Ja, man kann sich auch gerne woanders auch mal treffen. Wenn er sich ganz zu weit ist, dann komme ich auch hingefahren und dann könnt ihr das gerne mal machen. Ja, also stehe ich unterstützend beiseite. Beiseite, zur Seite. Also ihr habt mich verstanden. Okay, Freunde, noch einmal vielen Dank fürs Zuschauen.
Habt ihr Fragen, dann fragt mich. Habt ihr keine Fragen, dann fragt mich auch nicht. Bis dann, Freunde. Rocked on.